Hallo, guten Tag, dobar dan, dobrodošli u novu video lekciju za B1 i B2 nivo. Skupljam svakodnevno konverzacijski materijal za vas iz svega što vidim, što čitam, što čujem. Skupljam, prepisujem, pišem kako bih vam to predstavila na najbolji mogući način i kako biste nekako najbrže mogli da usvojite novi vokabular i novu gramatiku za malo više nivo B1 plus B2 nivo. Nadam se da će vam se i ovaj video dopasti. Ostanite obavezno do kraja videa, jer kad završim sa tim materijalom kojim sam pripremila, u pitanju nekih 50-ak rečenica, imate i onaj test, da kažemo, na kraju, gde ja pročitam samo rečenicu tu na nemačkom, neke su i malo duže, neke su malo kraće, a vaš zadatak jeste da je ponovite za mnom, trudite se da je ponovite što brže, ako im su više brzo pritisnite pauzu, ali obavezno ostanite do kraja i obavezno izgovorite sve to naglas sami i više puta ako je potrebno. Sve to mora da se negde nataloži u glavi i da u nekom trenutku vi počnete da koristite taj vokabular i tu gramatiku koju ste čuli i videli, ali će se to desiti samo ako ste dovoljno puta ponovili, tako da verujte mi, u ponavljanju je ključ. Krećemo odmah. Broj 1. Du solltest den Ratschlägen des Arztes folgen. Es kann nicht immer nach deinem Kopf gehen. Du solltest den Ratschlägen des Arztes folgen. Es kann nicht immer nach deinem Kopf gehen. Also, trebalo bi da savete lekara pratiš, slediš, da poslušaš savete lekara. Es kann nicht immer nach deinem Kopf gehen. Ne može uvek ići onako kako si ti zamislio u svojoj glavi. Nach jemandem Kopf gehen je izraz. Folgen je interesantan glagol zbog toga što je praćen dativom u nemačkom, kod nas je praćen akuzativom, znači koga šta je kod nas. A u nemačkom je ich folge dir, ne ich folge dich. Tako da ovdje imamo dativ množine. Den Ratschlägen folgen. Slediti nečije savete. Du solltest den Ratschlägen des Arztes folgen. Ovdje imamo i ovaj neki lep genitiv ovde. Des Arztes. Čije savete des Arztes. I izraz es kann nicht immer nach deinem Kopf gehen. Ne može uvijek biti onako kako si ti smislio, es kann nicht immer nach deinem Kopf gehen, du solltest den Ratschlägen des Arztes folgen. Also, ich sehe nicht ein, warum immer alles nach deinem Kopf gehen muss. Ich sehe nicht ein, warum immer alles nach deinem Kopf gehen muss. Ne vidim, ne uviđam, zašto sve uvek mora da bude po tvome, kako si ti zamislio. Ich sehe nicht ein, warum immer alles nach deinem Kopf gehen muss. Hier steht dann, warum muss immer alles nach deinem Kopf gehen? Ich wollte heute eigentlich was ganz anderes machen. Warum muss immer alles nach deinem Kopf gehen? Sagst du, ich muss es po tvome. Ich wollte heute eigentlich was ganz anderes machen. Ja sam zapravo danas teo da radim nešto sasvim drugačije. Was ganz anderes machen. Warum muss immer alles nach deinem Kopf gehen? Ok. Dakle, naučili smo taj izraz. Vidjet ćemo još jednom. Du solltest den Ratschlägen des Arztes folgen. Es kann nicht immer nach deinem Kopf gehen. Ich sehe nicht ein, warum immer alles nach deinem Kopf gehen muss. Und warum muss immer alles nach deinem Kopf gehen? Ich wollte heute eigentlich was ganz anderes machen. Okay. Dakle, es kann nicht alles nach deinem Kopf gehen. Es kann nicht immer alles nach deinem Kopf gehen. Nehmen wir schon weg. Da wurde Patron. Das ist ein gefährlicher Ort. Geh nachts nicht alleine spazieren. Das ist ein gefährlicher Ort. Znači, to je jedno opasno mesto. Geh nachts nicht alleine spazieren.
Nemoj uveče da ideš sama u šetnju. Ein gefährlicher, znači muški rod, Ort. Ein gefährlicher Ort. Geh nicht nachts alleine spazieren. Kinder, esst bitte nicht so viele Kekse. Es ist bald Zeit für das Abendessen. Kinder, esst bitte nicht so viele Kekse. Es ist bald Zeit für das Abendessen. Dakle, imamo imperativ, drugo lice množine. Nemojte, deco, da jedete toliko keksa. Uskoro je vreme za večeru. Es ist bald Zeit für das Abendessen. Esst. Znači vi. Esst nicht so viele Kekse. Is bi bilo ti, nemoj ti da jedeš. Is bitte nicht so viele Kekse. Ili persiranje. Essen Sie bitte nicht so viele Kekse. Es ist bald Zeit für das Abendessen. Okay. Ich möchte ein Foto machen. Stell dich bitte neben diesen schönen Baum. Ich möchte ein Foto machen. Stell dich bitte neben diesen schönen Baum. Znači, želeo bi da slikam, da napravim fotografiju. Stani, molim te, pored ovog lepog drveta. Stell dich, stani, stavi sebe neben diesen schönen Baum, pored ovog drveta. Okay. Wenn man gutes Italienisch sprechen möchte, sollte man viele Zeitungen lesen und versuchen, mit den Einheimischen, den Italienern, zu sprechen. Also, wenn man gutes Italienisch sprechen möchte, sollte man viele Zeitungen in Italienisch lesen und versuchen, mit den Einheimischen, mit den Italienern, zu sprechen. Znači, ili ein gutes Deutsch zu sprechen, ili bilo koji drugi jezik. Znači, ako želiš da, da pričaš dobro neki stari jezik, trebalo bi da čitaš njihove novine na tom jeziku i da pokušaš da pričaš sa lokalnim stanovništvom, što bi bili Einheimische, odnosno sa, u ovom slučaju, Italijanima. Znači, mit den Einheimischen, lokalcima. Geben Sie mir bitte 200 Gramm von diesem Schinken. Er ist wirklich lecker. Geben Sie mir bitte 200 Gramm von diesem Schinken. Er ist wirklich lecker. Znači, dajte mi, molim, 200 Gramma ove šunke. Ona je veoma ukusna. Der Schinken, muški rod. Er ist wirklich lecker. Sie haben einen schlimmen Husten. Hören Sie das Rauchen auf und lassen Sie sich von einem guten Arzt beraten. Sie haben einen schlimmen Husten. Znači, imate ozbiljan kašalj. Hören Sie das Rauchen auf. Prestanite da pušite. Lassen Sie sich von einem guten Arzt beraten i posavetujte se sa jednim dobrim lekarom. Znači, sich beraten lassen. Kad idete negde, znači, ich lasse mich von meinem Arzt beraten. Bukvalno dopuštam sebe da budem posavetovan od strane lekara. Znači, to su izrazi sa lassen plus infinitiv. Kad ne radimo nešto mi sami, nego neko drugi radi nešto za nas, u ovom slučaju lekar nas savjetuje, kao što nam mehaničar popravlja kola, ich lasse mein Auto reparieren, frizer nas šiša, ich lasse meine Haare schneiden und ich lasse mich von meinem Arzt beraten. Sie haben einen schlimmen Husten, hören Sie das Rauchen auf. Aufhören, prestati. Prestanite mit dem Rauchen oder das Rauchen. I lassen Sie sich von einem guten Arzt beraten. Warum hast du die Pizza nicht probiert? Probiere es, sie wird dir bestimmt schmecken. Warum hast du die Pizza nicht probiert? Probiere sie. Sie wird dir bestimmt schmecken. Zašto nisi probao pizzu? Probaj, sigurno će ti se svideti.
Wenn du eine schwarze Katze siehst, wechsle die Straßenseite. Sie bringen nämlich Unglück. Wenn du eine schwarze Katze siehst, wechsle die Straßenseite. Sie bringen nämlich Unglück. Kada vidiš crnu mačku, promeni stranu ulice, one naime donose nesreću, nämlich, naime, sie bringen nämlich Unglück. Achtung bitte, die Vorstellung beginnt bald. Setzen Sie sich und bleiben Sie auf Ihren Plätzen. Achtung bitte, die Vorstellung beginnt bald. Setzen Sie sich und bleiben Sie auf Ihren Plätzen. Pažnja molim, predstava uskoro počinje. Sedite i ostanite na svojim mestima. Sie haben eine sehr sensible Haut. Seien Sie achtsam und schützen Sie sich mit einer guten Sonnencreme. Sie haben eine sehr sensible Haut. Seien Sie achtsam. Schützen Sie sich mit einer guten Sonnencreme. Vi imate veoma osjetljivu kožu, budite pažljivi i zaštitite se sa jednom dobrom kremom za sunčanje. Schützen Sie sich. Seien Sie achtsam, budite pažljivi. Sie ist Fahranfängerin und ihr Vater gibt ihr einige Ratschläge. Sie ist Fahranfängerin und ihr Vater gibt ihr einige Ratschläge. Znači, ona je početnica u vožnji i njen otac joj daje neke savete. Fahr nicht zu schnell. Beachte immer die Geschwindigkeitsbegrenzungen und halte immer den Sicherheitsabstand. Fahr nicht zu schnell. Beachte immer die Geschwindigkeitsbegrenzungen und halte immer den Sicherheitsabstand. Nemoj da voziš prebrzo. Obraćaj pažnju na ograničenje brzine i uvek drži sigurno odstojanje od drugih auta. Sicherheitsabstand, odstojanje, Geschwindigkeitsbegrenzung, ograničenje brzine. Fahr nicht zu schnell, beachte immer die Geschwindigkeitsbegrenzungen und halte immer den Sicherheitsabstand. Trinke keinen Alkohol, wenn du Auto fährst und schnalle dich immer an. Trinke keinen Alkohol, wenn du Auto fährst und schnalle dich immer an. Nimm mit der Pirsch Alkohol, kad voziš, i uvek veži pojas. Schnalle dich immer an. Wenn dein Handy klingelt, halte an, um zu antworten oder benutze die Freisprechanlage. Wenn dein Handy klingelt, halte an, um zu antworten oder benutze die Freisprechanlage. Kada ti zvoni telefon, zaustavi se da se javiš, halte an, um zu antworten. Ili koristi Freisprechanlage. Bluetooth-Slušalice ili šta već. Freisprechanlage. An Zebrastreifen haben Fußgänger Vorrang. Mach das Licht auch tagsüber an und fahr immer vorsichtig. An Zebrastreifen haben Fußgänger Vorrang. Na, peškom prelazu, pešaci imaju prednost. Vorrang, prednost. Mach das Licht auch tagsüber an, pali svetla i preko dana, i fahr immer vorsichtig i uvek vozi pažljivo. An Zebrastreifen haben Fußgänger Vorrang, mach das Licht auch tagsüber an und fahr immer vorsichtig. Lass den Motor und die Reifen kontrollieren und denke daran, den Motor auszuschalten, wenn du im Stau stehst. Opet sam im lassen. Lass den Motor und die Reifen kontrollieren. Znači, proveri
Motori i gume. Denk daran, den Motor auszuschalten. Mislim na to da razmišlja o tome da isključiš motor. Wenn du im Stau stehst. Kada si u saobraćajnoj gužvi. Der Stau. Lass den Motor und die Reifen kontrollieren. Denk daran, den Motor auszuschalten, wenn du im Stau stehst. Park nicht im Halteverbot. Park nicht im Halteverbot. Nemoj parkirati tamo gde je zabranjeno zaustavljanje. Okay, to su saveti, idemo dalje. Ihr solltet mit euren Eltern sprechen und sie fragen, ob ihr mit uns ans Meer kommen könnt. Ihr solltet mit euren Eltern sprechen und sie fragen, ob ihr mit uns am Meer kommen könnt. Znači, drugolice množine, vi treba da popričate sa vašim roditeljima i da njih pitate da li vi sa nama možete da idete na more. Ihr solltet mit euren Eltern sprechen und sie fragen, ob ihr mit uns am Meer kommen könnt. Sie sollten sich vergewissern, dass sie alle notwendigen Papiere vor der Abreise haben. Sie sollten sich vergewissern, dass sie alle notwendigen Papiere vor der Abreise haben. Znači, vi bi trebalo da se, da budete sigurni, sich vergewissern, to make sure, znači postarajte se, proverite, sie sollten sich vergewissern, da imate sve neophodne papire pre nego što otputujete, vor der Abreise. Sie sollten sich vergewissern, dass sie alle notwendigen Papiere vor der Abreise haben. Könntest du höflicher zu mir sein, wenn ich dich um etwas bitte? Du benimmst dich immer so schlecht. Könntest du, dann wie könntest du höflicher zu mir sein, wenn ich dich um etwas bitte? Du benimmst dich immer schlecht. Jel bi mogao malo ljubazniji da budeš prema meni kada te za nešto zamolim, ti se uvek ponašaš loše. Könntest du höflicher zu mir sein? Wenn ich dich um etwas bitte, du benimmst dich immer schlecht. Würden Sie mir bitte ein anderes Glas bringen? Dieses hier ist kaputt. Kellner, bitte, würden Sie mir bitte ein anderes Glas bringen? Da li biste mi doneli drugu čašu? Dieses hier ist kaputt. Ovo je polomljena. Würden Sie mir bitte ein anderes Glas bringen? Dieses hier ist kaputt. Er sollte bei diesem kalten Wetter nicht draußen warten. Er sollte reinkommen und drinnen warten und sich setzen. Er sollte bei diesem kalten Wetter nicht draußen warten. Er sollte reinkommen, drinnen, sich setzen und drinnen warten. Znači, ne bi trebalo po ovom hladnom veteru, vremenu, da čeka napolju. Trebalo bi da uđe, da sedne i da čeka unutra. Er sollte bei diesem kalten Wetter nicht draußen warten. Er sollte reinkommen, sich setzen und drinnen warten. Kannst du in den Supermarkt gehen und Milch holen? Sie ist fertig, sie ist alle. Nein, geh du. Ich bin gestern schon einkaufen gegangen. Kannst du bitte in den Supermarkt gehen und Milch holen? Sie ist alle, sie ist fertig, die Milch. Nein, geh du. Ich bin gestern schon einkaufen gegangen. Možeš li molim te da ideš do prodavnici da kupiš mleko? Nema ga više. Ne, idi ti, ja sam juče išao u kupovinu. Znači, die Milch ist alle, die Milch ist fertig, nema ga više. Heute Abend bleibe ich bei der Oma, aber morgen müsst ihr bei ihr bleiben, weil ich in die Stadt fahren muss. Heute Abend bleibe ich bei der Oma,
Aber morgen müsst ihr bei ihr bleiben, weil ich in die Stadt fahren muss. Večeras ću ostati ja kod bake, ali sutra morate vi kod nje da ostanete, jer ja moram da idem u grad. Müsst ihr bei ihr. Znači ovdje je ovo nominativ, lična zamjenica, drugo lice jednine vi, a ovdje je dativ kod nje. A ista reč. Ihr bei ihr. Vi kod nje da ostanete. Wenn du wirklich willst, dann geh zu diesem Arzt, aber denkt daran, dass er noch wenig Erfahrung hat. Okay, wenn du wirklich willst, dann geh zu diesem Arzt, aber denk daran, dass er noch wenig Erfahrung hat. Okay, ako zaista želiš, onda ti idi kod tog lekara, ali znaj da ima samo malo iskustva. Wenn du wirklich willst, dann geh zu diesem Arzt, aber denk daran, dass er nur ein wenig Erfahrung hat. Kannst du diese Unterlagen auf den Schreibtisch legen? Mach du das. Doch, ich habe Nasehände. Kannst du bitte diese Unterlagen auf den Schreibtisch legen? Mach du das. Doch, ich habe Nasehände. Možeš li da staviš ova dokumenta na radni sto, molim te? Ti to uradi, moje su ruke mokre. Ich habe nasse Hände. Warum gehen wir nicht mit den Nachbarn ins Freibad? Geh du, ich habe wirklich keine Zeit und außerdem bin ich müde. Warum gehen wir nicht mit den Nachbarn ins Freibad? Geh du, ich habe wirklich keine Zeit und außerdem bin ich müde. Zašto ne idemo sa komšijama na bazen? Idi ti, ja stvarno nemam vremena i osim toga umoram se. Was hältst du davon, wenn wir nächsten Samstag ausgehen? Das ist in Ordnung, aber wir müssen früh zurückkehren, weil ich am Sonntag zum Strand möchte. Was hältst du davon, wenn wir nächsten Samstag ausgehen? Šta ti misliš o tome da izađemo sljedeće subote? Was hältst du davon? Okay, das ist in Ordnung, aber wir müssen früh zurückkehren, weil ich am Sonntag morgen früh zum Strand möchte. Da, ali moramo se rano vratiti, jer ja u nedelju ujutru želim da idem na plažu. Was hältst du davon, wenn wir nächsten Samstag ausgehen? Das ist in Ordnung, aber wir müssen früh zurückkehren, weil ich am Sonntag zum Strand möchte. Musst du heute Morgen zur Post gehen? Musst du heute Morgen zur Post gehen? Moraš li sutra u poštu? Das ist meine Wohnung, in der ich seit 2003 lebe. To je moj stan u kome živim od 2003. Das ist meine Wohnung, in der ich seit 2003 lebe. Florenz ist eine sehr schöne Stadt. Firenze ist eine sehr schöne Stadt. Man kann viele traumhafte Sehenswürdigkeiten sehen. Man kann dort viele traumhafte Sehenswürdigkeiten sehen. Firenze je jedan veoma lep grad i tamo se može vidjeti mnogo predivnih Sehenswürdigkeit, znamenitosti, spomenika i tako dalje, muzeja. Florenz ist eine sehr schöne Stadt und man kann dort viele traumhafte Sehenswürdigkeiten sehen. Das ist das Auto meines Bruders, mit dem ich letzte Woche verreist bin, in den Urlaub gefahren bin. Das ist das Auto meines Bruders, mit dem ich letzte Woche verreist bin, in den Urlaub gefahren bin. To je auto od mog brata sa kojim sam ja prošle nedelje odputovao, išao na odmor. Das ist das Auto meines Bruders, mit dem ich letzte Woche verreist bin, in den Urlaub gefahren bin.
Er spricht mit einigen Leuten, die er gestern kennengelernt hat. Mit wem spricht er? S kim razgovara? Er spricht mit einigen Leuten, die er gestern kennengelernt hat. Razgovara sa nekim ljudima koje je juče upoznao. Ich war auf einer Feier und ich habe viel Spaß gehabt. Bio sam na jednoj zabavi i dobro sam se proveo. Ich war auf einer Feier und ich habe viel Spaß gehabt. Er hat einen Hund, der sehr treu ist. Er hat einen Hund, der sehr treu ist. On ima jednog psa koji je veoma veran. Ich habe ihm einen Brief geschrieben und er hat mir gleich geantwortet. Ich habe ihm einen Brief geschrieben und er hat mir gleich geantwortet. Ja sam mu napisao pismo i on mi odmah govorio. Ich bin mit einem sehr netten Mann gereist. Ich bin mit einem sehr netten Mann gereist. Putovao sam sa jednim veoma prijatnim čovjekom. Ich habe in einem sehr unbequemen Bett geschlafen. Ich habe in einem sehr unbequemen Bett geschlafen. Spavao sam u jednom veoma neudobnom krevetu. Wir haben einen sehr langweiligen Film gesehen. Wir haben einen sehr langweiligen Film gesehen. Gledali smo jedan veoma dosadan film. Er malt ein Bild, aber es ist schrecklich. Er malt ein Bild, aber das Bild ist schrecklich. On crta neku sliku, ali užasna je. Sie hat ein schönes Paar Schuhe gekauft, die günstig waren. Sie hat ein schönes Paar Schuhe gekauft, die günstig waren. Kupila je par lepih cipela koje su bile veoma povoljne, jeftine, günstig. Sie hat ein schönes Paar Schuhe gekauft, die günstig waren. Ich komme aus einem kleinen, aber bekannten Ort. Ich komme aus einem kleinen, aber bekannten Ort. Dolazim iz jednog malog, ali poznatog mesta. Aus einem kleinen, aber bekannten Ort. Ich lebe und arbeite mit Menschen, die nett sind. Ich lebe und ich arbeite mit Menschen, die nett sind. Radim i živim sa ljudima koji su veoma fini, ljubazni, kulturni. Ali ich habe lange in einem dunklen und feuchten Haus gewohnt. Ich habe lange in einem dunklen und feuchten Haus gewohnt. Dugo sam živio u jednoj mračnoj i vlažnoj kući. Ok, sada idemo. Čitamo bez prevoda. Proveravajte koliko se toga sećate. Du solltest den Ratschlägen des Arztes folgen. Es kann nicht immer nach deinem Kopf gehen. Ich sehe nicht ein, warum immer alles nach deinem Kopf gehen muss. Warum muss immer alles nach deinem Kopf gehen? Ich wollte heute eigentlich etwas ganz anderes machen. Das ist ein gefährlicher Ort. Geh nichts allein spazieren. Kinder, esst bitte nicht so viele Kekse. Es ist bald Zeit für das Abendessen. Ich möchte ein Foto machen. Stell dich bitte neben diesen schönen Baum. Wenn man gutes Italienisch sprechen möchte, sollte man viele Zeitungen lesen und versuchen, mit den Einheimischen zu sprechen. Geben Sie mir bitte 200 Gramm von diesem Schinken. Es ist wirklich lecker. Sie haben einen schlimmen Husten.
Hören Sie das Rauchen auf und lassen Sie sich von einem guten Arzt beraten. Warum hast du die Pizza nicht probiert? Probiere sie, sie wird dir bestimmt schmecken. Wenn du eine schwarze Katze siehst, wechsle die Straßenseite. Sie bringen nämlich Unglück. Achtung bitte, die Vorstellung beginnt bald. Achtung bitte, die Vorstellung beginnt bald. Setzen Sie sich und bleiben Sie auf Ihren Plätzen. Sie haben eine sehr sensible Haut. Seien Sie achtsam und schützen Sie sich mit einer guten Sonnencreme. Sie ist Fahranfängerin und Ihr Vater gibt ihr einige Ratschläge. Fahr nicht zu schnell, beachte immer die Geschwindigkeitsbegrenzungen und halte immer den Sicherheitsabstand. Trinke keinen Alkohol, wenn du Auto fährst und schnalle dich immer an. Wenn deine Handy klingelt, halte an, um zu antworten oder benutze die Freisprechanlage. An Zebrastreifen haben Fußgänger Vorrang. Mach das Licht auch tagsüber an und fahr immer vorsichtig. Lass den Motor und die Reifen kontrollieren und denke daran, den Motor auszuschalten, wenn du im Stau stehst. Park nicht im Haltverbot. Ihr solltet mit euren Eltern sprechen und sie fragen, ob ihr mit uns ans Meer kommen könnt. Sie sollten sich vergewissern, dass sie alle notwendigen Papiere vor der Abreise haben. Könntest du höflicher zu mir sein, wenn ich dich um etwas bitte? Du benimmst dich immer schlecht. Würden Sie mir bitte ein anderes Glas bringen? Dieses hier ist kaputt. Er sollte bei diesem kalten Wetter nicht draußen warten. Er sollte reinkommen und sich setzen und drinnen warten. Kannst du in den Supermarkt gehen und Milch holen? Sie ist fertig. Nein, geh du. Ich bin gestern schon einkaufen gegangen. Heute Abend bleibe ich bei der Oma, aber morgen müsst ihr bei ihr bleiben, weil ich in die Stadt fahren muss. Wenn du wirklich willst, dann geh zu diesem Arzt, aber denk daran, dass er noch wenig Erfahrung hat. Kannst du diese Unterlagen auf den Schreibtisch legen? Mach du das doch, ich habe nasse Hände. Warum gehen wir nicht mit den Nachbarn ins Freibad? Geh du, ich habe wirklich keine Zeit und außerdem bin ich müde. Was hältst du davon, wenn wir nächsten Samstag ausgehen? Das ist in Ordnung, aber wir müssen früh zurückkehren, weil ich am Sonntag zum Strand möchte.
Zuhajtimo agent zu Postgehen. Das ist meine Wohnung, in der ich seit 2003 lebe. Florenz ist eine sehr schöne Stadt und man kann viele traumhafte Sehenswürdigkeiten sehen. Das ist das Auto meines Bruders, mit dem ich letzte Woche verreist bin, in den Urlaub gefahren bin. Er spricht mit einigen Leuten, die er gestern kennengelernt hat. Ich war auf einer Feier und ich habe viel Spaß gehabt. Er hat einen Hund, der sehr treu ist. Ich habe ihm einen Brief geschrieben und er hat mir gleich geantwortet. Ich bin mit einem sehr netten Mann gereist. Ich habe in einem sehr unbequemen Bett geschlafen. Wir haben einen sehr langweiligen Film gesehen. Er malt ein Bild, aber es ist schrecklich. Sie hat ein schönes Paar Schuhe gekauft, die günstig waren. Ich komme aus einem kleinen, aber bekannten Ort. Ich lebe und arbeite mit Menschen, die nett sind. Ich habe lange in einem dunklen und feuchten Haus gewohnt. Okay, das ist alles für heute. Kommt das Video dopo con le correzioni. Se volete, prendete like e subscribe. Vediamo se un'area. Auf Wiedersehen. Tschüss.